Leider, meine Damen und Herren, frisurentechnisch kann ich Ihnen heute keine Topleistung bieten. Ich glaube, das steht heute aber auch wirklich nicht im Vordergrund. Merken Sie, was wir hier für einen Spaß haben. Und nochmal, ganz egal da oben, ob es regnet oder schneit, ganz egal, wir haben gute Laune hier. Jetzt kommt ein Sänger, da gibt es keine Fragen, der gehört auf die Bühne. Der wusste schon im Kindergarten, ich werde mal Sänger. Und in der Realschule konnte er seinen Berufswunsch schon durchaus verfeinern, indem er sagte, ich möchte Rockstar werden. Alles klar. Mit 13 hat er seinen Papa an der Gitarre begleitet. Und heute schreibt er seine Songs selber. Und das richtig gut und sehr erfolgreich. Und das ist auch heute das erste Mal, dass die 4 Reim-Familienmitglieder alle auf einer Bühne sind, live. Und ich freue mich total, dass er sie alle mitgebracht hat. Eine Familie, aber jeder für sich ist ein Star. Hier ist Julian Reim. Los, schöne Welt, wenn jetzt der Vorhang fällt, lass ich los und spiel verrückt. Schritt für Schritt geht's der Sonne entgegen und ich lass die Dunkelheit zurück. Und es ist wie Magie, denn ich spür die Euphorie, wenn ich tanz, wie ich tanz, wie ich bin. Es ist wie Zauberei und ich fühl mich wieder frei, denn ich tanz, wie ich tanz, wie ich bin. Verloren und wusste es nicht, doch jetzt im Sonnenlicht scheint alles doch so klar. Viel zu lang war ich mit mir gefangen, doch ich bin endlich wieder da. Und es ist wie Magie, denn ich spür die Euphorie, wenn ich tanz, wie ich tanz, wie ich bin. Es ist wie Zauberei und ich fühl mich wieder frei, denn ich tanz, wie ich tanz, wie ich bin. Mitgebracht. Ja, wenn Sie sich zum Beispiel fragen, wenn Sie nachmittags Antenne Brandenburg hören, wie sieht denn wohl das Gesicht zu dieser Stimme aus? Radiogesichter. So. Da ist das Radiogesicht, das ich durchaus auch im Fernsehen zeigen kann. Christopher Hameister, meine Damen und Herren. Danke, danke, danke. So, und wisst ihr was? Das hier heute beim Fernsehen ist sein erstes Mal. Ja. Mal tat's noch weh. Beim zweiten Mal nicht mehr so sehr. So, der Mann, der kennt Schlager, das ist schon mal Grundvoraussetzung für den heutigen Abend. Ich sag ja immer, ein Leben ohne Schlager ist möglich.
aber sinnlos, oder?